Wenn es warm geht an der Stadt, dann ist Hammer in der City. Aber den Hot City ist immer an der Stadt, egal ob Sommer oder Winter. Dabei geht es eigentlich nicht um Wetter mehr, um das Netz, das an der Luft liegt. Den Hot City ist ein Projekt, den viel de Luxemburg zusammen mit der Post Antlieve gerufen hat, aber sehr durch die Wi-Fi-Technologie, die inzwischen viele Leute ein Begriff ist. Wenn ihr zum Beispiel daheim am Gerät mit dem Laptop am Internet surfen kann, das verdanken wir dieser Technologie. Aber an der Stadt kann ihr das auch, und das schon seit Juli 2007. Am Anfang war die Kuvertur auf der Stadt begrenzt, mehr inzwischenzeit sind immer mehr der sogenannten Access Points dabei gekommen. Und so sind es dann mittlerweile über 80 Stück, die von der GA über die Stadt bis auf die Glossy und noch an den neuen Terminal von der AeroGA den Zugang an den Internet ermöglichen. Par rapport zu den traditionellen Hotspotten, wo man just auf einem präzisen Platz kann im Internet surfen, bietet den Hot City für den Utilisateur eine ganz neue Experienz. Effektiv kann der Utilisateur sich nur mit seinem Laptop oder seinem Smartphone bewegen, ohne dass seine Verbindung unterbrochen wird. Wenn ihn sein Laptop dabei hat, braucht ihn sich nicht mehr auf das Netz von dem Hot City zu connectieren. Sobald ihn dann sein Browser startet, kriegt er die Zeit vom Hot City angewiesen. Hier muss ihn die Kondition general akzeptieren, auch schon als ihn am Internet. Wenn man mit dem Laptop geht, als mit einem Smartphone oder dem PDA, der Wi-Fi-kompatibel ist, noch viel mehr praktisch. Deswegen hört ihn immer mit dabei. Und so kann ihn die nützlichen Services von dem Hot City optimal nutzen. Weil den Hot City als mehr wie nehmen das Wireless Internet. Mit der Funktion Find a Commerce hat ihn die Möglichkeit per Geolokalisation seine Position zu bestimmen. Und daraufhin kriegt ihn die Restaurants und Geschäfte angewiesen, die gerade bei einem an der Gegend liegen. Wenn ihn ein Parkplatz sieht, kriegt ihn angewiesen, wo dann noch frei sind. An der Agenda kann ihr gucken, wo dann ein Glas ist. Bis September ist den Hot City noch gratis, danach muss ich eine kleine Montage dafür bezahlen. Dabei ist programmiert, die Kuvertur von der Stadt bis Ende 2008 auf 45% zu erhöhen. Und bis 2009 soll der ganze Territoire von der Stadt kuvriert sein. Dieser Service, also ein praktisches Sache, bringt in Zukunft wohl noch viel Möglichkeiten mit sich für das Leben, das Schaffen und den Besuch an der Stadt Lützburg mehr divers und mehr flexibel zu machen.